Ich stelle euch außergewöhnliche Jäger vor und deswegen bin ich heute hier im schönen Brandenburg bei der lieben Laura und wir gucken uns einfach mal an, wie sie so jagt. Wir gehen gemeinsam jagen, ich stelle ihr ein paar Fragen und wir lernen sie einfach mal kennen. Also auf geht's! Liebe Laura, schön, dass ich bei dir sein darf. Wir hatten uns auf dem Schießstand vor einigen Monaten mal kennengelernt. Dann haben wir uns dazu entschlossen, ein Jägerporträt von dir zu machen. Erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du zur Jagd gekommen? Und ja, erzähl einfach mal. Ich bin damit eigentlich so gut wie groß geworden. Dadurch, dass mein Papa Jäger ist, mein Onkel. Und ich auch viel mit raus wollte damals. Und so kam dann halt, dass ich mit 15, also 2011, meinen Jugendjagdschein gemacht habe. Da warst du dann auch die jüngste? Da war ich die jüngste Jägerin aus Brandenburg. Genau. Der Welt, sagen wir mal. Wir übertreiben jetzt mal der Welt. War auch spannend. Das glaube ich, in dem Alter. Also, sagen wir, man hat ja viel mitgekriegt oder man war ja auch viel mit draußen auf Jagd. Aber dann halt wirklich zu sitzen und sich berieseln zu lassen und das alles mal aufzunehmen, ist dann schon was anderes. Ne? Wie gesagt, Papa, mein Onkel, meine Cousine ist Trappschützin, sportlich, auch sehr aktiv unterwegs gewesen. Mhm. Und ja, dann kam es halt dazu, dass ich dann auch irgendwann das Alter hatte, dass ich Flinte schießen durfte. Oder angefangen halt damit, Splitter aus dem Netz zu schießen, um einfach das Gefühl zu kriegen. So ging das eigentlich alles los, ja. Mhm. Und dann habe ich weitergemacht, weiter trainiert. Und irgendwann war es dann halt auch so weit, dass ich 2014 in der Jugendklasse bei den Damen oder bei den Juniorinnen deutsche Meisterin geworden bin, damals in Suhl 2014. Und 2015 wurde ich dann in die Nationalmannschaft aufgenommen. War auch gut unterwegs. Also dahin, wo ich international Juniorenwettkämpfe, national. Ja, hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich war in Italien, Finnland, doch in Dubai. Amerika, durfte einmal mit über einen großen Teich fliegen. Mhm, cool. War natürlich auch sehr interessant und aufregend. War mein erster großer Weltcup 2019. Bin ich Dritte bei der Deutschen Meisterschaft geworden. Und dieses Jahr hat es bei den Damen dann geklappt, dass ich mit 113 im Finale kam. Als Zweite bin ich reingegangen und Finale lief richtig geil. Also war ich selber überwältigt von mir selber und habe mich gefragt, wie machst du das? Es lief einfach. Also da sind Staubwolken entstanden, wo ich gesagt habe, geil, weiter so und dann lüftet. Ja, und das lief immer so weiter, bis ich nachher 55 von 60 Tauben hatte. Somit war es entschieden, dass ich den Titel Deutsche Meisterin tragen darf, ja. Sehr schön. Ja, mit dem jachtlichen Schießen habe ich dies Jahr eigentlich so richtig erst angefangen. Richtig und noch nicht, aber schon mal ein Stück. Schon mal vorgefühlt. Genau, schon mal vorgefühlt für nächstes Jahr. So, dass ich die Landesmeisterschaft mitgeschossen habe, jachtlich. Da Landesmeisterin geworden bin. Da waren die ostdeutschen Meisterschaften. Habe damit auch nicht gerechnet, dass ich die 300 Ringe schaffe. War auch eine Punktlandung. Und ich dadurch meine goldene Schießnadel überreicht gekriegt habe. Ja, damit auch ostdeutsche Meisterin geworden bin. Kann mich bis jetzt nicht. Also schießen kannst du. Schießen, also ja, wenn man da ist. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Jagd. Du bist ja schon auch als Mädchen quasi wahrscheinlich auch mitgelaufen. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, wenn man mit 15 den Jagdschein macht, wie ambitioniert ist man da auch wirklich dann zu jagen? Und wie hat sich das. Wurde das intensiver, wurde das mehr? Also zum Anfang natürlich war ich schon heiß, ne?
Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ja, bin auch gerne rausgefahren. Ob dann auch mit meiner Cousine, weil ich durfte ja dann auch nur in Begleitung gehen nachher mit 16. Und ich habe dann halt mit der Lehre angefangen, war in Neuruppin. Und dementsprechend ist es da so ein bisschen ruhiger geworden. In den letzten Jahren kam es dann wieder mehr auf. Es war auch nicht so intensiv, dass ich jetzt sage, ich muss hier jeden Tag raus und sitzen und ja, so wie es halt passt. Ne? Ich sag mal auch nicht, wenn ich halt mit 15 Jagdschein gemacht habe, hieß es ja nicht gleich, ich bin die Superjägerin, was ich jetzt auch noch nicht sage. Und wer das von sich aus sagt, ja, weiß ich nicht. Also, man kann immer dazu lernen. Ja, genau. Man lernt nie aus, ist auch noch Zeit, ich bin noch jung. Also steht mir noch alles offen. Du hast natürlich auch super Voraussetzungen für das Schießen, sage ich jetzt mal, weil dein Papa hat ja den Schießstand oder betreibt den? Mein Papa betreibt den Schießstand seit 2011 und dadurch habe ich natürlich noch bessere Bedingungen. Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch deine Ausbildung gemacht hast. In welchem Bereich? Ich habe Fleischung gelernt damals. Januar 2020 habe ich dann meinen Meister begonnen, Frankfurt am Main. Habe einen Crashkurs gemacht und dann hatte ich im März auch meinen Meisterbrief gekriegt. Ja. Das heißt, du hast eigentlich den perfekten Background fürs Jagen schon immer gehabt, ja. Oder? Also beruflich sowie auch Schießstand im Rücken sozusagen. Kann mich nicht beklagen, ja. Also lief. Wir haben ja nun einen Familienbetrieb seit 1862 schon, was aber halt auch zeitmäßig manchmal schwierig ist. Kommen wir mal auf das Thema Waffen. Du hast ja wahrscheinlich schon etliche Waffen in deinem Leben in der Hand gehabt, nehme ich jetzt mal stark an. Ja. Mit welcher Büchse gehst du jetzt auf die Jagd? Ja, also angefangen habe ich ja mit meinem Papas Repetierer. 270 Win, stand ein bisschen was zur Auswahl und dann auf einmal war auf dem Schießstand eine RX Helix mit Kaliber 308 und Wechsellauf 222. Dann fing Papa an, naja, guck doch mal, ne, was sagst du dazu? Ja, sag ich, gefällt mir schon. Und auf einmal waren die Waffen wieder weg. Zum 18. Geburtstag war sie wieder da. dann habe ich die Helix halt geschenkt gekriegt, haben sie alle zusammengepackt und ja, ich war mega happy und bin damit auch so zufrieden jetzt. Na klar könnte man noch eine Waffe mehr haben, aber im Endeffekt kann man nur mit einer Waffe rausgehen und dann bleibt dann nicht die Frage offen, ja, welche nehme ich denn jetzt? Und so ist es halt echt leicht, da bleibt nicht viel Auswahl. Ja, liebe Laura, vielen Dank für das Interview. Wir beide gehen jetzt gemeinsam erstmal jagen, wie versprochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Da muss ich schon lachen. Da war es jetzt nicht so wie mit dir jetzt. Also ich sollte einfach erzählen. Vor allen Dingen erzählt mal für jeden. Also nicht nur Jäger, sondern auch, dass es jeder verstehen kann, was du da sagst. Sag mal, manchmal ist ja die Sprache, die Jägersprache, die wir dann anwenden, auch nicht für jeden verständlich. Ne? Und dann denkt man aber um. Oh, das war ein Loch. Das war dann halt auch nicht so leicht. Und also der 5-Minuten-Beitrag ist gut geworden, aber dann haben sie den bei Facebook gekürzt und einfach nur mal 30 Sekunden rausgemacht und ein bisschen beschissen geschnitten, wo ich dann gesagt habe, das hört sich echt scheiße an. Da kommen wir Jäger wieder total blöd rüber. Also wie gesagt, der 5-Minuten-Beitrag ist okay, aber das andere, was sie da gemacht haben, da habe ich auch gesagt, also da hatte ich auch selber mit mir zu kämpfen, weil da waren auch Kommentare unter, wo ich mir denke, Menschen können schon scheiße sein. Wie kann man so neben Reh sitzen und noch so freundlich in die Kamera gucken und lachen, wo ich sage, man ist einfach nur stolz darauf, dass man erlegt hat,
und dass nicht weiter sich gequält hat oder nicht krankgeschossen wurde oder so, aber dass halt alles geklappt hat, so wie geplant war. Ne? Ich sag mal, man schießt ja nicht auch einfach irgendwas. Wir haben ja schon unsere Sachen, auf die wir da achten oder wie wir das ansprechen. Ne? Und wenn halt dann nicht passt, dann lassen wir auch den Finger gerade. Was aber leider nicht viele Leute wissen, dass es sowas gibt. Die denken einfach, wir schießen auf alles, was ja viel Läufer hat. Das ist das Problem. Das ist auf jeden Fall mal echt direkt neben der Autobahn. Ja, also wir gehen jetzt gleich noch ein Stück rein. Aber trotzdem ist hier wild. Das ist gut. Und ich hoffe, wir haben Glück heute. Kannst du rausnehmen. Wärmebild noch. Schön laut hier, ne? Du, da musst, leise du, braucht man hier da nicht musst sein. Du nicht aufpassen, was du machst. Ja, das Wir sitzen hier an der Körung und hoffen jetzt, dass vielleicht ein Stück Damm mit vorbeikommt oder rewelt. Ja, also ich bin gespannt, was wir heute zu sehen kriegen. Heute ist der 27. Oktober, ein Donnerstag, ja. Es ist sehr warm. Wir haben 19 Grad. Schmutzig. Könnte schlimmer sein. Ja. Wenn die LKWs nachher nicht mehr da sind, dann ist es schon ein bisschen ruhiger. Aber das dauert noch. Also ich wäre bereit. Ja. Okay, sind wir uns schon einig. Was ist der Plan? Mein Plan ist jetzt, erstmal denke ich mal reinzufahren. Dass wir essen. Und dann später nochmal rausfahren dürfen, dass die Schweine vielleicht kommen. Würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir vielleicht noch was vor der Kamera kriegen. Ja, so ist jetzt erstmal. Bist du dabei? Ja, dann bin ich dabei. Na schön.
Spinnekreis wie ein Bus hier. So, jetzt haben wir es aber. Stimmung ist bombig. Ja, super, würde ich sagen. Es kann nur besser werden, Lars. Das kein Licht ist ein bisschen unig. Wir haben kein Wild, dafür haben wir ein Licht. Ja, uns geht ein Licht auf. Mal nochmal aus. Und Kamera Action. Wann wollen wir morgen früh loslegen? Bis jetzt noch nicht. Weiß nicht. Gegen 5 Uhr? Lass wir uns dann treffen. Ja. Dann rausfahren. Entspannt. Erstmal gucken wir, was jetzt los ist. Und dann machen wir einen weiteren Plan. Ja, finde ich gut. Planlos geht der Abend los. Planlos durch die Nacht. Nicht atemlos, sondern planlos. Planlos. Ja. Und jetzt? Fahren wir nach Hause. Feierabend. Ruhen uns aus. Kurzen Powernap. Bis morgen früh. Und dann denke ich mal, bin ich um 5 Uhr wieder da. Und hol dich ab, dass wir dann zusammen wieder im Revier fahren können. Immer. Mach noch mal Licht an. Klar. Warte. Action! Viertel 6 oder Viertel nach 5? Ey, wir machen Viertel 6. Viertel 6 ist, bin ich morgen hier. Sehr schön. Und hol dich ab. Prima. Und dann sind wir topfit, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Gucken wir, was uns morgen erwartet. Ist klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein Sauerstoffmangel. Guten Morgen. Aus. Guten Morgen. Was hast du, Sauerstoffmangel? Ich hab grad schon gegähnt, ja. Ach so. So, was geht ab? Das werden wir gleich sehen, ne? Also ich bin gespannt. Wind kommt auf jeden Fall top jetzt. Wir fahren jetzt in ein anderes Revier bei meinem Papa und bei meinem Onkel. Gucken, was da so los ist. Bin ich gespannt. Na dann, auf geht's. Ab Freitag früh sind hier die Libellen auch schon schön an. So. Cool aus. Ein Stück Rehwild rechts. 2, 3. Und, hast du was geschossen? Nein. Hatten wir zwar schon mal ein bisschen Anblick,
Aber leider kamen wir nicht zum Schuss. Und besser gesagt, ich. Wieso wartet hier so mit uns? Ist halt nicht. Jedenfalls, die Morgenstunden haben wir jetzt nicht gebracht. Aber heute Abend noch. Ja, wir probieren einfach nochmal. Wir gehen so schnell hier, würde ich sagen. Der Unterhose. Richtig warm. Ach so. Jetzt habe ich's. Und das Wetter ist 25 Grad. Aber wir haben Oktober, ne? Und 28. Ich habe zwei Paar Socken an. Schön. Ich habe Skisocken an. Wir werden vorbereitet hier. So, erzähl doch mal, was passiert hier? Ja, wir starten jetzt in die letzte Runde, würde ich sagen. Ja. Und ja, hoffen, dass wir vielleicht jetzt noch was sehen, was wir vielleicht auch erlegen können, was passt. Ja. Was erwartet uns? Rehwild eigentlich. Mhm. Nur, also hier gerade an der Autobahn ist gut Rehwild unterwegs. Es war auch alles mit Wildzaun geschützt, aber man weiß ja manchmal nicht. Deswegen gucken wir hier jetzt auch nochmal, ob wir hier was machen können, würde ich sagen. Okay, auf geht's. Sofaka.
Ich bin sauber abgekommen. Eins ist nur abgesprungen. Ich denke, das liegt im Gestrüpp. So, ich will mal gucken, was ich da gemacht habe. Oh Mann, ey. Robert letzten Schweißpuppel, ne? Da bist du ja. Waldmanns Heil. Waldmanns Dank. Ah. Hey. Hui. Ist gut. Ah. Yes. Was ich gut sagen, wir haben es nochmal richtig spannend gemacht zum Schluss. Würdiges Finale. Hey. Hey. Schluss. Aus. Spitz! Ein bisschen hoch. Naja, nee, so kann er noch, so kann er immer. Ist gut. Ist gut, nicht hin. Aber eigentlich. Ist ja gar nicht. Ist kein schlechter Schuss. Nee. Super, fein! Hey, Schuss! Erleichterung! So, ich muss sagen, und so ein Stück Reh. Dann nochmal Jagdfieber aufatmen lassen. Ja, warte, ich komm mit meinem Auto helfen. Na, sonst wollen wir uns dann nach vorne ziehen. Kann man machen, ja. Robert, ich flieg nach vorne. Alles gut, lass uns mal vorne. Ja, super. Du hast auch ihn verdient. Na, also ich würde sagen, waren spannende Jagdtage. Eine aufregende Nachsuche noch. Ja, aber es hat sich gelohnt. Ist gut. Ist gut, Schluss. Na, nichts grün geschossen, oder? Nee. Gut aus. Mm-mm.
Ja. Musst auf ihre rechte Hand filmen, die bleibt immer sauber. Kleiner Vergleich. Na, nicht ganz. Ein bisschen. Aber der Griff war sauber. Das ist aber witzig. Also probiere ich eigentlich oft so, ja. Zieh mal hinten Hinterläufe ein bisschen, das war die Keulen. Robert, vielen Dank für dein Auto. Du wirst staunen, wenn du den Film siehst. Perfekt. Mehr sagen nicht. Du wirst da sitzen und sagen, ey, das ist mein Auto. Das ist so geil. Und guck es dir an. Wenn du los gefahren seid, hättest du Katrin gesagt, Mann, sieht die Karre im Dunkeln geil aus. Du hattest endlich auf die letzten Minuten quasi noch hingehauen. Büchsenlicht war ja dann auch schon fast, noch 20 Minuten länger. War jetzt schon bei der Nachsuche, war der nun schon richtig dunkel. Später hätte ich nicht kommen dürfen, auf jeden Fall. Aber schön, dass du mir geklappt hast. Lange drauf gewartet. Kurz vor Schluss. Ich wollte eigentlich schon fast zusammenpacken, weil ich gedacht habe, das wird hier eh nichts mehr. Und dann hat Lars auch immer gesagt, da kommt was, mach die fertig. Ja, und dann war auf einmal die Ricke da. War auch der Meinung, ich bin sauber abgekommen. Der Schuss ist jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Aber die Ricke wollte nicht gleich aus dem Leben und ist gute 100 Meter noch gegangen. Und dann hatten wir noch eine spannende Nachsuche, weil wir auch keinen richtigen Anschluss hatten. Aber Sam hat es sauber gemacht mit seinen fast 12 Jahren, auch wenn das Hören nicht mehr geht, aber die Nase funktioniert. Ja, so würde ich sagen, sind wir jetzt zu der Ricke gekommen. Und ich bin echt glücklich darüber, dass das Stück liegt und dass wir es gefunden haben. Super, super gemacht, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Lars, dass du hier warst. Laura, es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Deine ganze Familie war auch am Start, hat sich da reingehängt und sich gekümmert. Eine super Zeit, wirklich. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, ah, der oder die braucht jetzt unbedingt auch mal ein Jägerporträt, dann schreibt das hier gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lege in meinen Filmen sehr, sehr viel Wert auf den Menschen, den Jäger, die Persönlichkeit an sich und auch auf die zwischenmenschliche Ebene, die Freude, der Spaß. Das muss alles irgendwie stimmen, aber da gibt es bestimmt welche von euch, wo es sich wirklich lohnt. Ich würde mich auch wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Video liked und meinen Kanal abonniert, denn das hilft mir bzw. dem Kanal einfach schneller zu wachsen. Und das ist ja das Ziel eines jeden YouTubers. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Weidmannsheim.